Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Im heutigen Review wollen wir uns das Samsung Ative S, Samsungs erstes Smartphone mit Windows Phone OS 8, etwas genauer anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Entschuldigt bitte, dass der Test diesmal so lange auf sich warten ließ. Ich hatte in den letzten Wochen einfach ziemlich viel um die Ohren. Ich denke, ihr versteht das. Kommen wir nun aber zum Ative S. Es ist designtechnisch eine Mischung aus Samsung Galaxy S3 und Galaxy Note 2. Zumindest von vorne betrachtet. Die Rundungen ähneln eher dem Galaxy Note 2, während es von den Abmessungen her sehr, sehr stark am S3 orientiert ist. Es misst nämlich 137 x 71 mm und ist lediglich 8,7 mm dünn. Dabei wiegt es dann mit eingelegtem Akku angenehme 135 Gramm und liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand, das kennt man so ja von Samsungs Smartphones. Auf der Vorderseite finden wir natürlich das Display. Das hat eine Diagonale von 4,8 Zoll und Samsung setzt hier wieder einmal auf ein HD Super AMOLED Display mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel. Das macht dann eine Pixeldichte von theoretischen 306 Pixel per Inch. Samsung setzt hier nämlich wieder auf eine Pentile-Matrix, ähnlich wie schon beim Galaxy S3. Das bedeutet, dass ihr dann pro Pixel nur 2 Subpixel und nicht wie zum Beispiel bei einer RGB-Matrix 3 Subpixel habt. Inwiefern sich das Ganze bei diesem Gerät auswirken wird, wollen wir im Laufe des Tests noch klären. Ansonsten finden wir auf der Oberseite die 1,2 Megapixel Frontkamera, eine Hörmuschel sowie Annäherungs- und Lichtsensoren. Auf der Unterseite dann zwei Touch-Sensitivitasten, einmal für Zurück, einmal für Suche und in der Mitte Samsung-typisch natürlich ein physischer Home-Button. Wenn wir uns das Gerät von der Seite etwas genauer anschauen, fällt auch hier gleich auf, dass Samsung da seiner Designsprache wieder recht treu geblieben ist. Der Rahmen hat so eine Art Chromoptik, ist aber natürlich wieder ganz normaler Kunststoff. Wir finden hier die Laut-Leise-Wippe, die bei meinem Testgerät wirklich einen guten Druckpunkt hat, ziemlich fest sitzt, da kann man sich nicht beklagen. Auf der Unterseite der Micro-USB-Anschluss sowie ein erstes Mikrofon. Auf der rechten Seite dann der dedizierte Kamera-Button, das ist ja so bei allen Windows Phone OS 8 Smartphones Pflicht, finde ich hervorragend. Rechts oben dann der Power-Button, der ist etwas ungut gelegen, wenn ihr mich fragt. Beim Galaxy S3 ist er ja etwas niedriger positioniert, da kann man ihn etwas besser treffen, ist aber natürlich auch Geschmackssache. Auf der Oberseite dann der 3,5 mm Klinkenanschluss sowie ein zweites Mikrofon. Damit wären wir jetzt auch schon bei der Rückseite angelangt. Die besteht wieder einmal wie schon zum Beispiel beim S3 aus Polycarbonat, diesmal jedoch in einem Art matten Aluminium-Look, heißt, wir haben nicht mehr diese glossy Oberfläche, sieht meines Erachtens dadurch deutlich wertiger als die Geschwistermodelle mit Android aus, ist aber natürlich auch wieder Geschmackssache. Außerdem finden wir hier die 8-Megapixel-Kamera mit einer Blende von f2.6, eine Foto-LED, das Samsung-Logo, das Windows Phone-Logo und hier dann der Grill für den Lautsprecher. Der Lautsprecher an sich ist aber nicht so groß wie dieses Gitter hier vermuten lässt. Wir nehmen die Rückseite mal ab, das kann man ja Samsung typisch problemlos machen. Zum Vorschein kommt der Akku und hier unten seht ihr dann auch, der Lautsprecher ist nicht ganz so groß, wie gesagt, wie dieses Gitter vermuten lässt. Hier sehen wir also den Akku, der hat eine Kapazität von 2300 mAh, dazu kommen wir auch später noch detaillierter. Außerdem hier ein Einschub für eine MicroSD-Speicherkarte. Ihr könnt den 16 GB großen internen Speicher nämlich problemlos erweitern und hier dann noch der Einschub für die Micro-SIM-Karte. Das Samsung Ative S ist wirklich solide verarbeitet und liegt ziemlich gut in der Hand. Durch die matte Rückseite im Aluminium-Look wirkt es wertiger als andere Samsung-Smartphones, kommt aber diesbezüglich nicht ganz an die Windows-Phones der Konkurrenz ran. Nun wollen wir das Ative S aber endlich einschalten. Wir betätigen für kurze Zeit den Power-Button, währenddessen wie immer die restlichen Daten. Als Plattform haben wir hier, ihr könnt es ja schon sehen, Windows Phone OS 8. Als CPU den Qualcomm Snapdragon S4, eine Dual-Core-CPU mit 1,5 GHz je Kern. Unterstützt wird das Ganze dann von 1 GB Arbeitsspeicher. Wir haben hier leider kein LTE, dafür aber HSPA Plus mit bis zu 42 Mbit die Sekunde im Download.
Begrüßt wird man dann vom Windows Phone typischen Lockscreen. Ihr seht hier auch schon, dieses Hintergrundbild ist schon recht stark an das Galaxy S3 angelehnt. Besitzer sollten das kennen. Wir sehen hier das Übliche, die Uhrzeit, den Wochentag sowie das heutige Datum. Mir wird angezeigt, ob ich zum Beispiel gerade im WLAN verbunden bin. Ich kann das Gerät entsperren, indem ich dieses Bild einfach nach oben ziehe. Das sollte ja auch bekannt sein. Und sollte ich verpasste Mails, Anrufe etc. haben, wird mir das Ganze natürlich auch anhand eines Symbols angezeigt. Neu ist bei Windows Phone OS 8 jetzt auch die Tatsache, dass man sich zum Beispiel Facebook-Statusmeldungen direkt auf dem Lockscreen anzeigen lassen kann. Das Ganze kann man je nach Geschmack konfigurieren. Habt ihr das Tief S dann entsperrt, landet ihr natürlich auf dem Homescreen und da sieht man schon sofort, dass es sich um ein Smartphone mit Windows Phone OS 8 handelt. Wir sehen hier die charakteristischen Kacheln oder auch Tiles genannt. Es gibt ganz normale Tiles und es gibt auch sogenannte Live-Tiles. Sieht man hier zum Beispiel bei den Kontakten, die sind dann quasi animiert, oder hier unten bei den Fotos. Seit Windows Phone OS 8 kann man diese Kacheln auch in ihrer Größe verstellen. Ich demonstriere euch das mal anhand der Fotokarte. Entweder man verteilt sie auf die gesamte Breite des Displays oder auch nur auf die halbe Breite, oder man macht das Ganze ganz klein, je nachdem, was einem besser gefällt. Und wenn man eine Teil löschen möchte, klickt man einfach hier oben auf diese Nadel und das Ganze wird entfernt. Durch eine solche Swipe-Geste gelangt ihr dann zu einer Übersicht über alle installierten Apps, die sich auf diesem Smartphone befinden. Samsung liefert hier auch wieder einiges an eigener Software mit, so zum Beispiel ChatOn, also den hauseigenen Messenger-Dienst, den man schon von den Android-Smartphones kennt. Außerdem auch Mini-Diary, wie der Name schon sagt, eine Art kleines Tagebuch. Man kann damit zum Beispiel Sprachmemos, kurze Notizen oder auch Kalendereinträge erstellen. Außerdem den Music Hub als Pendant zu Nokia Music, als kleines Pendant, kennt man ja so auch schon von den Android-Geräten von Samsung. Außerdem OneNote oder Office, wie man das von allen Smartphones mit Windows Phone OS 8 gewohnt ist. Wenn wir jetzt eine solche App direkt auf unseren Homescreen platzieren möchten, suchen wir uns einfach irgendwas aus. Nehmen wir zum Beispiel den Antutu Benchmark, halten das Ganze kurz fest, es zeigt sich dieses Kontextmenü, wir klicken auf Startseite und schon wird das Ganze hier unten hingesetzt. Wir befinden uns hier jetzt auf der mobilen Ansicht von TheVerge.com, eine recht aufwendige Website, die sich eigentlich perfekt für solche Tests eignet, und wir laden jetzt natürlich mal die vollwertige Website, damit wir die wahre Browser-Performance dieses Tief S sehen können. Wie ihr gerade eben schon gesehen habt, lädt die Seite natürlich im WLAN ziemlich schnell, und Windows Phone typisch haben wir hier wirklich eine geniale Browser-Performance. Ihr seht das Ganze, es gibt eigentlich keinerlei Lags, egal ob ich hier jetzt durchscroll oder eine Pinch-to-Zoom-Geste anwende. Das Ganze geht wirklich sehr, sehr schnell und sieht echt toll aus. Das war es eigentlich fast schon zur Browser-Performance, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Was aber hier im Browser auffällt, ist die Tatsache, dass der Weißwert wirklich nicht gut ist. Klar, das ist ein AMOLED-Display, aber der Weißwert ist wirklich ähnlich miserabel wie beim Samsung Galaxy S3. Und wenn man bedenkt, dass das Samsung Galaxy S3 jetzt schon knapp ein Jahr auf dem Markt ist, hätte man da doch einiges verbessern können. Außerdem sehen wir hier auch gleich schon einen Negativeffekt dieser Pentile-Matrix. Gerade bei schwarzem Text auf weißem Hintergrund fällt das Ganze auf. Der Text wirkt einfach leicht ausgefranst und nicht ganz so scharf wie auf Displays mit einer RGB-Matrix. Das ist hier jetzt aber wirklich schon Kritik auf ziemlich hohem Niveau. Das Display hat also AMOLED-typisch nicht den besten Weißwert und ist auch nicht besonders hell. Trotzdem ist es aber keineswegs schlecht. Ihr seht hier wieder die üblichen Testbilder und ich kann nur sagen, die Kontrastwerte sind natürlich AMOLED-typisch wirklich genial. Wir haben ein sehr, sehr breites Farbspektrum, sehr, sehr kräftige Farben. Das sieht hier gerade bei Bildern natürlich toll aus. Auch der Schwarzwert oder gerade der Schwarzwert ist natürlich hervorragend. Klar, der Weißwert ist nicht der beste, aber dafür entsorgt AMOLED-Displays ja dann immer mit einem hervorragenden Schwarzwert. Auch Videos sehen auf dem Display dementsprechend gut aus. Da gilt natürlich das Ähnliche wie bei den Testbildern und da kann das Tief S definitiv punkten. Weiter geht's mit dem Music Player und da finden wir natürlich auch wieder das bekannte Layout.
das man von anderen Windows Phone OS 8 Smartphones kennt. Wir haben hier die Unterteilung in Künstler, Alben, Songs, Wiedergabelisten oder Genres und bewegen uns natürlich ganz klassisch durch eine solche Wischgeste. Wir wählen mal einen Künstler aus und ich sehe hier dann natürlich die verschiedenen Alben, die ich auf meinem Smartphone drauf habe und kann auch direkt einen Song abspielen. Und auch hier sehen wir dann wieder das bekannte Layout, wie man das von anderen Smartphones gewohnt ist. Interessant ist auch immer die Qualität der verbauten Lautsprecher. Die ist beim Ativ S ähnlich wie der Lautsprecher des Samsung Galaxy S3. Der Lautsprecher ist angenehm laut und trotzdem ziemlich ausgeglichen. Da kann man wirklich nichts dran kritisieren. Weiter geht's jetzt mit der Kamera und wir fangen natürlich wie immer zunächst mal mit dem Interface an. Wir können durch eine solche Swipe-Geste zu den zuletzt gemachten Aufnahmen kommen oder man klickt einfach auf den Pfeil hier links oben. Und wenn wir uns dann die rechte Randleiste etwas genauer anschauen, sehen wir schon hier die Möglichkeit, direkt zur Videokamera zu switchen oder die zur Frontkamera zu wechseln. Hier können wir dann den Blitz einstellen, je nachdem, was wir gerade wollen. Und rechts unten öffnet sich dann ein Kontextmenü mit Erweiterungen. Hier ist nur Bing Scan installiert. Es gibt hier aber natürlich für das Ativ S kein Cinema Graph, wie zum Beispiel für Nokia Smartphones mit Windows Phone OS 8. Durch einen Klick auf diese drei Punkte rechts oben gelangen wir dann zu den erweiterten Foto- oder Videoeinstellungen. Wir klicken einfach mal auf Fotoeinstellungen und sehen hier dann die typischen Möglichkeiten, die jedes andere Windows Phone OS Smartphone auch hat. Wir können den Fokusmodus einstellen, Bildstabilisator, ISO etc. und ganz unten natürlich die Auflösung. Standardmäßig sind hier natürlich die 8 Megapixel aktiviert. Wir gehen wieder zurück und suchen uns einfach mal ein Motiv und ich zeige euch, dass die Kamera wirklich ziemlich schnell auslöst. Halt das Ganze etwas weg. Wir fokussieren und klicken auf den Auslöser und ihr seht, die Bilder werden wirklich ziemlich schnell gemacht. Da kann man sich nicht beklagen. Wie ist nun aber die Bildqualität? Nun, ich kann euch sagen, dass die Bilder bei Tageslicht wirklich sehr scharf werden. Man hat eine gute Ausleuchtung und sie sind auch ziemlich farbtreu. Auch bei Kunstlicht weiß die Kamera des Ativ S dann zu überzeugen. Lediglich im Lowlight-Bereich entsteht dann sehr, sehr schnell, wie bei fast allen anderen Smartphone-Kameras, Bildrauschen. Das ist etwas schade, aber war wie gesagt zu erwarten. Ich habe auch beim Ativ S explizite wieder auf ein Gaming-Video verzichtet. Das liegt ganz einfach daran, dass es keine wirklich aufwendigen Spiele für Windows Phone OS 8 gibt, mit denen man wirklich die Hardware testen könnte. Klar, es gibt zum Beispiel Assassin's Creed, aber das läuft auch mit den Vorgängermodellen, die laut Microsoft ja nicht die nötige Hardware haben, um auf Windows Phone OS 8 geupdatet zu werden, ziemlich flüssig. Insofern finde ich das recht uninteressant. Ich habe jetzt trotzdem hier mal Fruit Ninja installiert und zeige euch einfach mal, dass die Performance natürlich ganz gut ist. Ist jetzt alles schwierig, recht schwierig mit einer Hand. Aber ihr seht hier, natürlich gibt es hier kaum Ruckler, aber ich denke, das war auch zu erwarten. Fruit Ninja hat keine besonders hohen Anforderungen. Man vermisst für Windows Phone OS 8 aber einfach, wie ich ja anfangs schon erwähnt habe, die richtig aufwendigen Spiele. Ich hoffe, dass da die Hersteller wirklich mal was machen. Bleibt uns wirklich nur übrig zu hoffen. Die Gesprächsqualität war im Netz der Deutschen Telekom auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Man konnte den Gegenüber wirklich sehr, sehr klar verstehen und es gab kaum Rauschen. Kommen wir nun zur Akkulaufzeit. Das Ativ S hat eine ähnlich gute Akkulaufzeit wie das Samsung Galaxy S3. Klar, wir haben hier ca. 200 mAh mehr, aber das merkt man nicht wirklich. Bei voller Displayhelligkeit habe ich ca. 6 Stunden Surfen mit WLAN geschafft und das geht definitiv in Ordnung. Kommen wir nun wie immer zu einem abschließenden Fazit. Für das Samsung Ativ S spricht definitiv das kontrastreiche AMOLED-Panel mit hervorragendem Schwarzwert. Außerdem haben wir eine überzeugende Gesamtperformance wie bei fast allen anderen Smartphones mit Windows Phone OS 8 auch. Auch die Kameraqualität weiß zu überzeugen. Wie gesagt, im Lowlight-Bereich hat das Ativ S auch wieder Schwächen, aber das war zu erwarten. Außerdem haben wir wirklich eine überzeugende Akkulaufzeit, da kann man sich nicht beklagen und der Preis von momentan ca. 400 Euro bei den bekanntesten Online-Shops geht auch wirklich in Ordnung, gerade wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ein Lumia 920 nochmal deutlich mehr kostet, da ist das
ActiveS im Windows Phone-Bereich wirklich eine sehr, sehr gute Alternative. Es gibt auch ein paar Kontrapunkte, so zum Beispiel wieder die Materialwahl. Klar, das ActiveS sieht etwas wertiger aus als andere Samsung-Modelle, aber trotzdem könnte man vielleicht darauf achten, dass man etwas wertigeres Material verwendet. Man kann ja beim Polycarbonat bleiben, aber könnte dann sein Smartphone ähnlich verarbeiten, wie zum Beispiel HTC beim Windows Phone 8X. Außerdem haben wir beim Display einen vergleichsweise schlechten Weißwert. Wir haben eine Pentile-Matrix und eine geringe Display-Helligkeit. Und die Kamera schwächelt, wie gesagt, im Lowlight-Bereich. Zusammen mit dem Nokia Lumia 920 und dem Windows Phone 8X bei HTC ist das ActiveS aber definitiv das beste Smartphone mit Windows Phone OS 8, das man momentan kaufen kann. Wer auf die Nokia-Only-Features, ich rede natürlich vor allem von der Software, verzichten kann und wem Windows Phone OS 8 gefällt, der bekommt hier ein klasse Smartphone mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Leute, das war auch schon wieder das Review zum Samsung ActiveS. An dieser Stelle möchte ich mich wieder einmal vielmals bei getgoods.de für die Bereitstellung dieses Testgeräts bedanken. Ich hoffe natürlich auch, euch hat das Video gefallen. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.